Herzlich willkommen, liebe Plane Maniacs. Das ist der Flughafen Bienenfarm in Havelland in Brandenburg. Wir begrüßen euch herzlich zu einer Flugshow. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute Abend entdecken. Unter anderem, heute Nachmittag und Abend entdecken, unter anderem Doppeldecker, die versuchen, bei Seitenwind zu landen, wie in diesem Film. Wir sind zum ersten Mal mit Plane Mania bei so einem Event live vertreten. Deswegen brauche ich unbedingt heute eure Hilfe. Ich komme gleich zu euch in den Live-Chat in unserem YouTube-Kanal. Was haben wir geplant? Wir sind jetzt ab 14 Uhr hier. Um 15.30 Uhr gibt es Displays, eine besondere Herausforderung für den Filmer. Und gleich im Anflug ist eine Antonov übrigens. Aber ich nehme jetzt das mit, was hier gerade reinkommt. Das sind die Rundflüge zwischen den Displays. Und ihr helft mir bitte, wenn ihr Informationen zu den Flugzeugen habt, schaut euch die Registrierung an und postet es in den Chat. Und guck mal, jetzt ist hier ein Wettrennen zwischen Oldtimer-Flugzeug und ICE im Hintergrund. Da ist nämlich eine ICE-Strecke. Der nächstgrößere Ort von hier ist Nauen. Bitte entschuldigt auch, dass es hin und wieder wackelt. Es ist sehr windig und ich mache das heute zum ersten Mal, solche Flugvorführungen zu filmen. Ich gebe mir ganz besonders Mühe und bin gleich bei euch im Chat. Oh, und da kommt die Antonov. Jetzt weiß ich schon gar nicht, was ich euch zuerst zeigen soll. Ich denke, die Antonov. Und dann kommen wir auch wieder zurück zu diesen Boeing Stearmans. Welcome, this is Brandenburg Airport called Bienenfarm. It's runway 30 and this is an air show with a lot of classic aircraft, as you can see here. Boeing Stearman aircraft and a lot more. We saw a Mustang some minutes ago. We have a German Air Force helicopter Lynx here. It will do a display around 5 p.m. And we have a lot of highlights for you in the next minutes. Unser Moderator Jakob Schäfer ist auch am Start. Freut mich sehr, Jakob, dass du heute Samstagnachmittag unterstützen kannst. Danke für die Infos. Hin und wieder versuchen wir natürlich auch einen Pilot Wave. Da wird gefilmt während des Fliegens. Ah ne, ist auf dem Co-Pilotensitz. D-E-D-N-U. Habt ihr Informationen zu diesem Flugzeug? Und schaut mal hier, die Antonov. Oh, das sieht cool aus. Ich sag immer, ich komme gleich zu eurem Chat. Dabei komme ich gar nicht dazu. Da. Mirko Heukroth ist da, Tobias sehe ich, Daniela Silki Torval, vielen Dank für 9 tschechische Kronen im Superchat. Bernd Kutze, grüßt aus dem Erzgebirge.
Ihr seht im Hintergrund auch eine Menge ist da los. Ich aus MD ist dabei. Jürgen Hoppe ist da. Gerwin Marschall. Leopoldine. Micha Hagenfeldi. Patrick Riedel. Sani. Pilot MCN. Panse 46 Titus. Und viele mehr. Der Moderator Daniel Fuchs. Auch ein Chat-Teilnehmer mit Schraubenschlüssel ist am Start. Und Gerwin hat für uns Infos zu dieser DFOJN. Die kommt aus Cottbus Neuhausen. ZRH Aircraft ist da. Hallo. Thomas Wilbrett. Thomas Wilbrett ist auch hier bei uns. Wir sind hier ganz hinten links im abgesperrten Bereich. Da gehen schon die Zelte fliegen. Es ist starker Seitenwind. Mario, grüßt aus Apolda. Christian, grüßt aus Wipperfürth. Vitor Fernandez ist dabei. Katja, grüßt auch. Und jetzt sehen wir hier diese Landung des Doppeldeckers. Graspiste hier und es sind sehr viele Flugzeuge, da ca. 180, nicht alle nehmen jetzt hier an dem Flugbetrieb teil. DJTMC hat gesagt, das ist eine Do 28 gerade. Spektrumline grüßt auf die grüne Wiese. Dominik Stahlträger fragt nach der Bundeswehr. Hast du die schon erwähnt? Dann zeige ich sie euch auch nochmal. Also Marine ist es. Und zwar sind die mit diesem Links da in der Special Livery. Die 8-3, was ist das? 2-6. Und die soll um 17 Uhr starten und auch ein Display fliegen. Und da angefragt, ob jemand mal von denen rüberkommen kann zum Mikrofon. Es wurde bejaht, allerdings sind die unglaublich busy. Also ob die das jetzt schaffen, ist eine andere Frage. Falls sie Zeit haben, kommen sie. Paul Pixel ist da, Generation Aviation, Zürich Spotting. Hat sich einen schönen Platz zum Zuschauen ausgesucht. Dominik Stahlträger ist da, Bernd Kunze. Und wir haben einen Superchat durch Lutz Krause. Und der Lutz, der schreibt dabei, schön, dass ihr wieder da seid. Kriegen wir mal einen Wave? Und ist das eine Do 28? Ihr merkt, einer kennt sich hier am allerwenigsten aus und das bin ich. Und das Lustige ist, unsere Moderatorin Elli Pirelli ist auch da, hier im Havelland. Hey, die kämpfen alle mit dem Wind von links. Könnt ihr das sehen? Da kommt der Wind her und die Landerichtung ist 3-0. Jetzt haben wir die DEWR für euch. Kann man das schon als Oldtimer-Flugzeug bezeichnen? Gebraucht, da ist es auch nicht mehr.
EDTV Lukas schreibt rein, ich habe von den Flugzeugen auch wenig Ahnung. Alexander Bein schreibt rein, ich bin mit dem Trecker der Luftfahrt auch schon geflogen. Sehr spannend waren die Fehlzündungen beim Start des Motors. Die Ellie ist noch nicht bei uns. Ich sehe die so in, weiß nicht, 30 Meter Entfernung. Vielleicht kommt die gleich nochmal hier rüber. Frank hat reingeschrieben, was gerade gestartet ist, war eine Piaggio P149D. Vielen Dank. Und Gary Marshall hat es auch ausgesucht. Und diese DEHVR, die Victor Romeo, war früherer Trainer bei der Bundeswehr. Bernd Kunze, alle grüßen schon die Elli. Ich kann gerade nicht mit ihr sprechen, ich kann ihn nur von Weitem sehen. Und Daniel hat für uns Informationen zum Flugplatz Bienenfarm. Der ist auch bei Flightradar 24. Vielen Dank, Daniel. Next approach on runway 30. Grassway. Falsch raten, aber ich meine, da hat mich gerade auch ein Zuschauer nachgefragt, nach diesem Flugzeug war eine Mustang zweimotorig. Aber guck mal hier, wir haben die Doppeldecker für euch. Die machen sich bereit. Ich aus MD erklärt das nochmal. Die Veranstaltung heißt Stearman and Friends und dreht sich primär um oldie US-Flugzeuge. Und zwei davon müssten wir jetzt gleich im Bild haben. Hier der erste. Das Fliegen hier mit diesen kleineren Flugzeugen ist sicherlich was anderes als im Airbus A380 abzuheben. Man fliegt offen. Und was ich vorher schon sagte, wenn ihr Informationen zu den Zügen im Hintergrund habt, hier haben wir zum Beispiel den ODEC Regionalexpress, doppelstöckig, auch ein Doppeldecker in dem Sinne. Dann immer her mit den Infos. Ich konzentriere mich darauf, die Flugzeuge für euch ins Bild zu rücken. Und dieses Exemplar ist auch wunderschön. Amerikanischem Kennzeichen N3670B. Bravo am Ende. Seht, was hier los ist. Wir sind ja irgendwie im Middle of Nowhere und viele, viele Menschen sind hier hingekommen, um sich das anzuschauen. Wochenendkarte Samstag und Sonntag kostet um die 17,50 Euro. Schon mal ein bisschen geübt bei den Displays und muss sagen, es ist echt schwer, die einzufangen. Vor allen Dingen Überkopf-Einstellungen werden wir nicht hinkriegen. Das klappt dann eben nur teilweise. Gavin Marshall hat es auch noch mal reingeschrieben. Die Do 27 D-Etnu ist im Startlauf.
Und TK867 schreibt rein, diese N3670B ist eine Beechcraft B50, also das Flugzeug, das Irrende, was wir jetzt hier im Bild sehen, ist in alle links. Eine Beechcraft B50 Twin Bonanza. Thanks a lot for this information. Ich aus MD ergänze nochmal zum Lenken, das ist nichts mit Servolenkung. Ja, vielen Dank an die, die zu Hause sitzen und uns jetzt hier unterstützen können, denn für mich ist das, sind das böhmische Dörfer hier. Also ich beschäftige mich sehr wenig mit diesen Flugzeugen. Ich bin aber umso faszinierter, weil wir nämlich so nah dran sind, weil wir Flugzeugsound hier aus nächster Nähe genießen können. Was diese Herrschaften da machen, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Irgendwie machen die da so eine Art Motortest oder sowas. Das lassen wir uns nachher nochmal erklären. Wir versuchen für euch Gäste ans Mikrofon zu bekommen, die dann auch die eine oder andere Sache hier erklären können. TK meint, die AN2, dieser Antonov, ist auch bereit für den nächsten Rundflug. Das sieht sehr danach aus. Das heißt also, die wird gleich hier zur Startbahn rollen. Ist auch ein interessantes Flugzeug. Das muss man sich erstmal trauen, das Heck aerodynamisch so zu gestalten. Ein kleiner unsicherer Faktor für uns hier ist noch das Netz. Wir sind, wie gesagt, sehr weit außerhalb von Berlin und es sind viele Leute in einer Zelle. Westlich von Nauen sind wir. Flugplatz Bienenfarm nennt er sich. Und TK hat vor uns im Anflug V-Tain Bonanza, auch von Beechcraft. HB Hagen ist auch dabei. Wir wünschen allen Leuten, die im Lazarett übrigens sind, gute Besserung. Speziell HB Hagen sollte sich angesprochen fühlen. Ja, hier nicht nur klassische Flugzeuge, sondern auch klassische Autos, also für jeden was dabei. Und klassische Busse, wo ist auch. Sebastian Kolze, unser Moderator, ist auch da und schreibt rein, dass die AN, die Antonov 2, die jetzt im Bild ist, der Traktor der Lüfte auch genannt wird. Ui, und ich habe einen ganz tollen Zug da verpasst. Schade, ist er aus dem Kohletransporter. DJTMC erklärt das, da sind also Leute hier mit bei diesem schwarzen Zelt, die haben Motoren dabei und machen Sound. Das kann ich euch natürlich anhand des Motorengeräusches nicht erklären, welcher Motor das ist. Vielleicht kann das ja jemand von euch. Und Tiki, ergänzt nochmal das Flugzeug, was wir eben bei der Landung gesehen haben, das rollt jetzt hier auch an uns vorbei. Das hat ein sogenanntes V-Tail, also das Heck ist wie ein V gestaltet. Im Gegensatz zum Beispiel bei einem T-Tail. CRJ 900 kennen wir als T-Tail. Oh, jetzt kommen aber einige Flugzeuge hier rein. Vielleicht noch Teilnehmer. Übrigens finde ich auch dieses Design mit der Werbung hinten dran ganz schick. Da hat Dracula-Zähne. Da kommen zwei zusammen. Der Antonov muss noch warten. Busy Grassway 3-0. This is
Bienenfarm Airport in Germany. Welcome to this special air show. Güterzug im Hintergrund. So, a lot of action for train spotters in the background as well. Busy train track. Und die beiden machen auch einen Formationsflug. Soll ich das zeigen? Ja, hier fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt, mit so vielen klassischen Flugzeugen. Ich aus MD hat noch den ICAO-Code für Bienenfarm für uns. Das ist EDOI. Oscar Ilja. Slim 42M waren die zwei, hat Gerwin rausgesucht, die da gerade zusammen gelandet sind. Und jetzt haben wir diese AN2. Antonov. Heute die Mustang? Ja, die Mustang ist schon geflogen. Das Display habe ich versucht aufzunehmen. Das müssen wir dann nochmal zusammenschneiden. Das war vor einer Stunde ungefähr, bevor unser Stream gestartet ist. Und vielleicht fliegt sie nochmal. Wind frischt auf, definitiv.
sondern hat sich etwas verzogen. Es ist nach wie vor unklar, wie sich das Wetter gleich noch mal entwickelt. HB Hagen fragt, welches die älteste Maschine am Platz ist. Das ist eine gute Frage, die muss ich weitergeben. Und Sebastian Kolzer hat für uns noch Infos zur Antonov, die da in der Luft ist im Hintergrund. Die ist mit 18 Meter Spannweite der größte im Einsatz befindliche einmotorige Doppeldecker weltweit. Vielen Dank, Sebastian, für die Infos. Gerwin Marshall meint, dass es hier eine Hoffmann-Kurve vielleicht gibt. Ich kann euch sagen, dass ich die Hoffmann-Kurve vor 2 Wochen selber mitgeflogen bin. Allerdings hatte ich nur einen Gangplatz. Definitiv mit Plätzen an der frischen Luft bei diesen Flugzeugen. Fixed Train. Sagen, weil da steht jemand auf der Bahn, auf der Grasnarbe und blockiert diesen Runway 30. Verwechseln mit unserem Quax 747, Captain Klaus. Nicht mal sagen. Ja, mehr Infos kriegt man hier. HB Hagen sagt, ich würde mich niemals in so ein Fluggerät trauen. Sascha Jones ist dabei. Die JTMC fragt, ob wir auch morgen filmen. Wir hatten uns für einen Tag entscheiden müssen aufgrund unserer, ja, Möglichkeiten.